sind in Nauen im Havelland. Das Typische hier sind die vielen Bauernhöfe mit Tieren. Und wenn man klein ist, ist es furchtbar spannend, die Welt zu entdecken. Denn da gibt es so viel zu lernen. Viel lernen kann man übrigens auch beim Busfahren. Das hier ist ein Bus der Havelbus Verkehrsgesellschaft. Unser Film ist ein Film vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Diesem gehören über 40 Verkehrsunternehmen an. Deren Busfahrer und Mitarbeiter sorgen dafür, dass ihr gut und sicher zur Schule kommt. Denn auf dem Weg zur Schule kann so viel passieren. Na hallo, und ich bin der kleine Bus. Ich zeige euch, liebe Kinder, was ihr beim Busfahren alles beachten müsst. Beginnen wir an der Bushaltestelle. Da kann man nämlich schon viel falsch machen. Zum Beispiel darf nicht gedrängelt oder geschubst werden. Da kann auch schnell mal eine Tasche auf die Straße kippen. Schaut mal her, wie nah der Bus an den Bordsteinrand fährt. Wenn ihr an den Türen drängelt, kann der Busfahrer noch nicht mal die Türen öffnen. Tja, und wenn man zu spät kommt, kann es passieren, dass der Bus ohne euch losfährt. Also ich finde, wir fangen nochmal von vorne an. Na, das sieht doch schon viel besser aus. Da freut sich auch der kleine Bus. Yippie! Versucht mal, auf die Markierung an euren Bushaltestellen zu achten. Seht mal, da seid ihr auch weit genug vom Bordstein entfernt. Tja, und beim ordentlichen Einsteigen kann dann der Busfahrer auch gut eure Fahrkarten sehen, die ihr immer dabei haben müsst. Sonst könnt ihr nicht mitfahren. Stimmt's, kleiner Bus? Stimmt! Immer Fahrausweis mitnehmen. Oh je, was ist denn hier los? Das ist ja furchtbar laut. Und gefährlich sieht das auch aus. Ihr seid doch Kinder und keine Äffchen. Mensch, Kinder, der arme Busfahrer. Der kann sich ja beim Fahren gar nicht mehr konzentrieren. Ruhe, stopp! Ach, diese Stille, das tut gut. Oh, unsere Kinder haben die Anschnallgurte entdeckt. Das kennt ihr sicher auch vom Autofahren. Angeschnallt fahren ist immer sicherer. Wenn ihr Glück habt, trefft ihr im Bus auch mal sogenannte Busbegleiter. Die können euch dann erklären, wie wichtig es ist, ordentlich auf seinem Platz zu sitzen und sich immer gut festzuhalten. Denn wenn der Bus mal bremsen muss, wird's wirklich gefährlich. Seht ihr, jetzt ist doch was passiert. Oh je, oh je. Ich hab's ja gleich gesagt. Na, das mit den Taschen hatten wir doch gerade geklärt. Das gilt auch für die Busgänge. Sonst kommt ja hier keiner durch. Schnell wegräumen. Gut gemacht. Tja, und was macht man, wenn ältere Fahrgäste einsteigen? Richtig, natürlich sofort den Sitzplatz anbieten. Erst recht, wenn ihr dieses Zeichen hier seht. Also gut merken. Und was ist mit kleinen Kindern im Kinderwagen? Auch Mamis möchten im Bus mitfahren. Na Jungs, ihr kriegt ja mal wieder gar nichts mit. Na klappt doch, also auch auf dieses Zeichen hier achten. Am besten Taschen dort gar nicht erst abstellen.
Kommen wir zum Bezahlen. Fahrgäste ohne Monatskarte können natürlich jederzeit beim Busfahrer eine Fahrkarte kaufen. Diese muss dann natürlich auch abgestempelt werden. Na, da hört aber jemand laut Musik. Hey, trotz Kopfhörer ist das aber echt laut. Leiser machen! Also passt immer gut auf, wenn jemand neben euch sitzt, wie laut eure Musik eingestellt ist. So, und da sind wir ja auch schon. Auch beim Aussteigen an der Schule gilt natürlich langsam und ordentlich aussteigen. Mal sehen, ob das klappt. Hey, so geht's aber nicht. Alles zurück. Soll ich euch mal zeigen, was da alles passieren kann, wenn ihr beim Aussteigen einfach losrennt? Da kann zum Beispiel ein Fahrradfahrer kommen. Ihr rennt raus, ohne zu gucken, und schnell ist ein Unfall passiert. Und vor dem Bus, ohne zu schauen, über die Straße rennen. Was meint ihr, was da alles passieren kann? Seht ihr noch nicht einmal, der Busfahrer kann euch sehen und der Autofahrer erst recht nicht. Oh du meine Güte, das halten meine Nerven nicht aus. Kinder, macht das niemals, einfach so über die Straße zu rennen. Die Kinder sind jetzt in der Schule. Na, und wir sind gespannt, ob bei der Rückfahrt alles besser klappt. Na, und das sieht ja für den Anfang schon recht gut aus. Ja, das klappt ja. Tja, und wenn man die Musik nicht so laut aufdreht, kann man sogar noch ein Schwätzchen mit Freunden halten. Ist doch auch schön, oder? Wenn ihr aussteigen wollt, müsst ihr auf den roten Stoppknopf drücken. Was ist denn hier passiert? Die kleine Marie hat sich verfahren und ist doch tatsächlich in den falschen Bus gestiegen. Das passiert häufiger, als ihr denkt. Also immer gut auf die Busnummer schauen oder den Busfahrer fragen. Die können immer weiterhelfen. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Na, und was ist denn hier schon wieder los? Wie war das nochmal mit dem Hinsetzen und Festhalten, wenn da mal jetzt nichts passiert? Ach du meine Güte, mein Kopf tut weh. Ihr müsst euch unbedingt während der Fahrt festhalten. Sagt mal, und wohin wird denn hier der Müll gestopft? Das geht aber nicht. Hier scheinen ja alle ihren Müll einfach rumzuschmeißen. Also jetzt reicht es mir langsam. Der arme Busfahrer muss das alles wieder sauber machen. Hey, wie wird's richtig gemacht? Richtig! Das war ja eine aufregende Fahrt und viel lernen konnte man auch. Ich hoffe, unsere Schulkinder und ihr macht das in Zukunft alles richtig. Versprochen? Versprochen. Das nächste Mal klappt's besser. Und denkt immer an mich beim Busfahren. Tschüss! Und vielen Dank an die Schüler der 5C des Leonardo da Vinci Campus Nauen, die sicher viel übers Busfahren gelernt haben.
hab euch lieb.